Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zum Pre-Release-Patch zu Torchlight 3. Ich habe wieder die wichtigsten Änderungen für euch in ein kleines Video verpackt. Damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß und wir beginnen natürlich wie immer erstmal mit der Größe dieses Updates und die betrug heute ca. 200 MB. Und jetzt könnte man denken, dass der Patch nicht sehr groß ist. Wenn man das auf die Größe herunterbricht, ist es auch so. Aber in diesen knapp 200 MB waren jede Menge Änderungen drin. Die wichtigsten, wie gesagt, habe ich herausgefiltert. Und bevor wir damit beginnen, habe ich nochmal zwei wichtige Infos für euch. Und zwar ist es so, dass mit diesem Update von heute nochmal ein Wipe vorgenommen wurde. Bedeutet, euer kompletter Spielstand, eure kompletten Charaktere, genauso wie euer komplettes Vor, alles wurde gelöscht, alles wurde auf Null gesetzt. Und nach diesem Update von heute beginnt ihr quasi wieder bei Null. Aber alle Early Access Spieler haben ja im Prinzip jetzt eine Woche Vorsprung, bevor alle offiziell am 13.10.2020 in Torchlight 3 durchstarten können. Und jeglicher Fortschritt, den ihr euch jetzt schon in dieser Woche erspielt, der bleibt euch erhalten, denn es wird keinen weiteren Wipe mehr geben. Ich habe vor ein paar Tagen schon mal ein kleines Video für euch bereitgestellt auf meinem Kanal, wo ich über den Release von Torchlight 3 gesprochen habe. Wenn ihr also Lust habt, schaut auch da bitte gern nochmal rein. Ich werde euch dieses Video nochmal oben in der Infobox verlinken. Und die zweite Information ist, dass mit diesem Update von heute auch der Einzelspielermodus freigeschalten wurde. Und auch da gibt es nochmal ein paar wichtige Informationen, die ich euch mitteilen möchte. Denn wenn ihr den Einzelspielermodus spielen möchtet, braucht ihr keine Internetverbindung, aber ihr benötigt Steam. Und ihr solltet aufpassen mit dem Löschen der Spielstände, denn wenn ihr einen Spielstand im Einzelspielermodus gelöscht habt, dann ist dieser komplett weg und ihr kommt dort auch nicht wieder heran. Denn Einzelspielermodus und Mehrspielermodus laufen komplett getrennt voneinander. Alles, was ihr euch im Mehrspielermodus erspielt, wird ja immer auf den Servern gespeichert. Wenn ihr aber im Einzelspielermodus irgendwas löscht, dann ist das komplett weg. Das solltet ihr also da immer im Hinterkopf behalten. Jetzt schauen wir uns mal die Änderungen an, die den Weg ins Spiel gefunden haben. Ich habe mir wieder alles in verschiedene Kategorien unterteilt und würde einfach mal mit den Gameplay-Sachen beginnen, denn da habe ich eine positive Nachricht für euch. Denn der Ausrüstungsfund für höhere Schwierigkeitsstufen wurde wieder eingeführt. Bedeutet, auf dem Schwierigkeitsgrad schwer habt ihr plus 5% Ausrüstungsfund, auf schmerzhaft sind es plus 10% und auf höllisch sogar plus 20%. Ihr wisst ja, mit dem letzten Patch wurde der Ausrüstungsfund quasi herausgepatcht, ist jetzt wieder hereingekommen. Ich finde es gut, weil man da einfach nochmal die Chance prozentual erhöht, gute Ausrüstung zu finden. Dann wurde das Auftauchen von Gegenständen nochmal ein bisschen angepasst, weil es des Öfteren passiert ist, dass wenn Gegenstände aufgetaucht sind, dass diese unter den Boden gefallen sind. Das war natürlich so nicht gewollt und deswegen gab es da nochmal eine Anpassung. Und auch bei den Tränken wurde nochmal eine Anpassung vorgenommen, denn da wurde die Abklingzeit, wo ihr einen Trank benutzen könnt, von 5 auf 6 Sekunden erhöht. Und zwar aus dem Grund, weil es eben wieder eine Herausforderung sein soll, im richtigen Moment einen Trank zu nehmen. Und deswegen wurde die Abklingzeit um eine Sekunde nach oben gesetzt. Und noch eine wichtige Änderung. Und zwar ist es so, dass der Spielerschaden gegen Champions und Bosse auf den Schwierigkeitsgraden schmerzhaft und höllisch reduziert worden ist. Bedeutet, ihr macht jetzt auf schmerzhaft anstatt 45% nur noch 40% Schaden an Champions und Bossen. Und auf höllisch von 30 auf 25%, also auch da minus 5% Schaden, den ihr an Champions und Bossen verursacht. Als nächstes schauen wir uns mal die Klassen an. Auch da gab es nochmal einige Änderungen. Wir beginnen mal mit dem Scharfschützen und da ist es so, dass der Schaden von Mehrfachschuss von 200 auf 150% verringert worden ist. Bedeutet, ihr macht mit dem Mehrfachschuss jetzt 50% weniger Schaden. Beim Zwielichtmagier ist der Basisschaden von Unheiliger Blitz von 140 auf 170% erhöht worden, bedeutet also da plus 30% mehr an Schaden. Beim Schienenkämpfer wurde der Schaden von Stachelantrieb von 200 auf 250% erhöht, bedeutet also plus 50% an Schaden, Entschuldigung. Und beim Roboschmied wurde der Schaden von schnelle Schläger von 50 auf 60% erhöht, bedeutet also plus 10%. Es gab natürlich noch weitere Anpassungen, vor allem der Roboschmied hat die meisten davon abbekommen und ich werde euch in die Videobeschreibung nochmal den Link zu den kompletten Patchnotes hinterlegen. Da könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, alle Änderungen durchlesen.
Als nächstes schauen wir uns mal die Relikte an. Auch da gab es zwei Änderungen. Zum einen beim Kaltherz ist es so, dass die Eisbarriere jetzt von 3 auf 5 Sekunden erhöht worden ist. Und beim Flammenzerstörer wurde der Schaden von Flammenzerstörers Schwertschlag um 20% verringert. Dann habe ich mir einen Punkt aufgeschrieben, der die Performance betrifft, und zwar wurde die Gruppengröße einiger Monster verringert, um hardware-schwächere Systeme ein bisschen zu entlasten, damit es da nicht so zu Rucklern kommt. Und zu guter Letzt habe ich nochmal 3 Dinge unter Bugs mir aufgeschrieben, und zwar wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler manchmal keine Begleiterkäfige in Bossarenen öffnen konnten, nachdem sie den Boss besiegt hatten. Das ist mir zum Beispiel relativ häufig passiert. Da gab es also nochmal ein paar Anpassungen, sodass diese Fehler nicht mehr auftreten sollten. Dann wurde ein Problem behoben, bei dem das Wiederbeleben aller Spieler in einer Gruppe den Boss verschwinden ließ. Auch das war natürlich so nicht gewollt und wurde angepasst. Und es wurde ein Problem behoben, bei dem man wiederbelebt wurde, aber so schnell starb, dass man sich nicht erneut wiederbeleben konnte. Auch das war natürlich so nicht angedacht und wurde gefixt. Das waren so die wichtigsten Änderungen, die dieses Update innehatte. Es gab natürlich noch viel, viel mehr Dinge, aber wie gesagt, für mich ist es immer wichtig, dass ihr einfach die wichtigsten Dinge bekommt. Und dann hoffe ich, dass euch dieses kleine Informationsvideo wieder gefallen hat. Wenn ja, ihr wisst es, dann freue ich mich natürlich über ein positives Feedback in Form eines Daumen nach oben für dieses Video. Abonniert gern meinen Kanal, aktiviert die Glocke dazu, denn dann verpasst ihr auch keines der nächsten Videos und Livestreams mehr, die ich für euch hier auf diesem Kanal zur Verfügung stelle. Und dann wünsche ich schon mal allen Early Access Spielern jetzt viel Spaß, weil die können ja wie gesagt eine Woche früher beginnen. Und sage wieder danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal, macht gut, ciao, ciao.